Ja, heute schauen wir uns Stockfotos an. Also nicht Stöcke, sondern dieser Stock ist mein Lieblingsstock. Stockfotos sind Bilder, die man kaufen kann und oft von Firmen für Werbezwecke, Webseiten, Plakate oder was auch immer verwendet werden. Damit die Wahrscheinlichkeit am höchsten ist, dass so viel wie möglich Bilder verkauft werden, gibt es davon unendlich viele für jegliche Situation. Und wenn ich sage für jegliche Situation, dann meine ich auch für jegliche Situation. Egal wie komisch und verstörend es auch sein mag. Es gibt von alles ein Stockfoto. Intro. Hä? Was passiert hier denn? Wer hält bitte schon während dem Autofahren sein Handy mit zwei Händen fest? Der hat ja keinen am Steuer. Was tun die da? Ih, was ist das? Ich will Mais. Nein, du kriegst kein Mais. Ich hab Mais. Was ist das? Cyberfrau mit einem Mais? Wieso gibt es eine Cyberfrau mit einem Mais? Und vor allem mit einem Mais. Wer will sich bitte eine Cyberfrau mit einem Mais kaufen? Hallo, haben Sie... Die haben wir. Die wollen mir jetzt hier eine Tasche verkaufen. Nein, ich will keine Tasche von einer Cyberfrau mit Mais. Ih, was ist das? Ih, was ist das? Bah, was ist das? Hä? Nee, warte. Hä? Da ist auch nichts Komisches. Hässlicher Mann, Stockfoto? Ich finde ihn gar nicht hässlich. Stellt euch mal vor, ihr macht ein Fotoshooting, kommt nach Hause, wollt euch die Bilder ansehen und seht, dass die euch als hässlicher Mann eingespeichert haben. Wieso? Wieso leckt diese Frau in einem Kaktus? Die hat einfach mal ein ganzes Fotoshooting gemacht, wie sie an einem Kaktus leckt. Wer zahlt da bitte Geld für? Hä? Wieso wird die von einem Haufen Big Macs gemobbt? Küssen sich so Blinde? Wofür sollte man das bitte verwenden? Hat er ein Sandwich mit Kacke in seiner Hand? Wieso? Ich frag mich halt echt, wofür dieses Bild benutzt werden würde. Hier gibt es ein englisches Artikel, die dieses Bild verwendet haben. Bin ich mal gespannt, worum es da geht. Wenn ein Mitarbeiter psychisch krank ist, wie sie unterstützen und gleichzeitig ihr Unternehmen am Laufenden halten können. Also wenn mein Mitarbeiter mir ein Brot mit Kacke anbieten würde, will ich ihn schon gar nicht mehr helfen. Diese Seite hat die Stockfotos ja nicht mal gekauft. Hier gibt es ein niederländisches Artikel, die auch dieses Bild benutzt haben. Verrückte Frage, aber wie isst du dein Kack-Sandwich am liebsten? Am liebsten gar nicht! In diesem Artikel geht es darum, wie man am besten Entscheidungen treffen kann. Was hat Entscheidungen treffen mit einem Kack-Sandwich zu tun? Er ist am Kacken. Diese Frau ist am Lachen und hat Bananenstücke auf ihrem Kopf. Warum? Ist das eine Bohne? Der knabbert an sein Le Hä? Was macht der denn da? Wieso legt er eine Salami in einen CD-Port? Warte mal. Okay, wieso habe ich das gemacht? Ist das eine Banane mit geringem Selbstwertgefühl? Banane mit geringem Selbstwertgefühl. Es ist eine Banane mit geringem Selbstwertgefühl. Wieso ist hier eine Banane? Ich habe hier dieses Bild mit portugiesischer Überschrift gefunden. Anscheinend steht hier, wir leiden nicht gern. Also wir werden bewusst oder handeln unbewusst. Damit wir es nicht tun, fühle mit der Tiefe jeder Schmerz. Ihr wisst schon, dass das immer noch eine Banane ist, oder? Was? Was ist das? Seit wann habe ich einen Shop? Okay, wieso gibt es jetzt Merch von einer Banane mit geringem Selbstwert? Nein, Spaß, ich fand die Banane irgendwie so cool. Die hat mir einfach aus der Seele gesprochen. Ich meine, schaut euch sie an! Sind wir nicht alle eine Banane mit geringem Selbstwertgefühl? Wer will sowas bitte nicht auf seinen Hoodie haben? Banane. Oh ja, riecht das gut. Schatz, du hast recht. Der riecht echt gut. Wieso schnüffeln die an einen Schuh? Okay. Was ist das? Warum ist ein Typ als Nacktschnecke aus Rasierschaum? Welche Firma würde sich bitte dieses Bild kaufen? Wofür? Etwa Gillette die Werbung macht für Rasierschaum? Take our word for it. Test it yourself. Gillette Series Shave Gel. Gillette, the best a man can... Ach, ich habe hier das Nacktschneckenmodel gefunden. Also, ich frage mich echt, wie diese normale Bilder an einem Punkt zu das hier geführt haben. Wieso wurde das unter Schnitzel getaggt? Wieso bringen die eine Pizza ins Bett? Warum schnüffelt... Oh.
Angry Indian Man Stockfoto? Das sieht nicht aus, als ob er wütend ist, sondern eher, als ob er am Kacken ist. Warte mal, was kosten solche Stockfotos überhaupt? Das würde mich jetzt echt mal interessieren. Bruder, was? 240 Euro? Bruder, was? 240 Euro? Man kann sich hier einen kackenden Inder für 240 Euro kaufen? Ihr könnt wählen. Entweder ihr kauft euch eine fast nagelneue PS4 oder... einen kackenden Inder! Jo, ich hab hier einen überdurchschnittlich großen kackenden Inder, meine Wand hängt! Scheiß auf PS4, das war gestern! Heute ist kackende Inder der Shit! Der ist groß! Hat eine Diagonale von 4 überdurchschnittlich steife Bananen! Steife Banane! Oh, Mama, was hältst du von meinem kackenden Inder? Also, den habe ich letztens gekauft, also, der war nur 240 Euro. Du hast ein Spiegelei auf deinem Kopf. Du hast ein Spiegelei in deinem Kopf. Du bist ein Ei. Was macht die da? Nein, okay, warte. Ich weiß, was sie da macht. Ich will nur von ihr hören. Was machst du da? Hat diese Frau sich eigentlich nie hinterfragt, was sie während dem Fotoshooting überhaupt am Machen ist? Stell dich mal vor, sie ist Mutter und ihre Kinder fragen sie, was sie heute auf der Arbeit gemacht hat. Ja, das! Gucken, hat jemand dieses Bild verwendet? RGS Products? Architects? Bruder, was? Das ist eine Architekturagentur? Wieso haben die dieses Bild verwendet? Wofür? Also ich will mir kein Haus zusammenbauen lassen von einer Firma, die dieses Bild verwendet haben. Der unterhält sich mit einem riesen Dorito, warum? Wieso jongliert die mit Babys? Jungs, das ist kein Stockfoto, das ist irgendein Typ, der mit einem Huhn Gassi geht. Wieso ist eine Frau aus Salat? Cute woman with salad leaves arranged around... Junge, das ist doch nicht süß, das ist einfach nur verstörend. Die hat einfach mein ganzes Fotoshooting als Salatblatt gemacht. Wer macht sowas bitte freiwillig? Die hat ein Fotoshooting gemacht, wie sie in einem Kaktus leckt. Die hat ein Fotoshooting gemacht als Salat. Was kommt als nächstes? Ein Typ, der Bleistift im Mund hat. Wieso existiere ich überhaupt noch? Wie ist dieses Bild bitte passiert? Wer dachte sich bitte, dass das eine gute Idee ist? Welcher Mensch ist bitte morgens aufgestanden und dachte sich so... Bruder, das kostet 475 Euro! Ein Typ mit Bleistiften im Mund! Nee, aber erstmal wirklich, wie unangenehm muss das bitte für den Fotografen sein, der den Leuten erklären muss, was sie für die Bilder machen müssen? Schön, dass sie heute gekommen sind. Was muss ich machen? Was muss ich machen? Hallo? Ja klar, wenn ich betrunken Auto fahre, fahre ich auch immer quer über die über die Straße. Warum zielt der auf seinen Laptop? Warum zielt die auf einen Fisch? Warum will ein Arzt ein Big Mac... Was ist das da? Wieso schlägt er sich selber mit einem Stein? Ist das Eyblali? Fighting Vic. Ich wusste gar nicht, dass Eyblali Stockfotos gemacht hat, bevor er mit YouTube angefangen hat. Der kostet nur 7 Dollar. Da ist der Typ mit Bleistiften im Mund ja mehr wert. Okay, veganes Vorspiel ist ein bisschen komisch. Ich weiß nicht, ob du es weißt, aber so funktioniert das nicht. Nein, so auch nicht. So schon gar nicht. Schauen wir mal, wo dieses Bild verwendet wurde. Einfache Übungen, die du an deinem Arbeitsplatz machen kannst. Das sieht mir aber nicht nach einfach aus. Wenn sie ihren Partner vor dem Schlafengehen umarmen, können sie einen Schlaganfall verhindern. Ach, deswegen habe ich Epilepsie. Hä? Was? Was macht der da? Wieso? Wie macht der das? Wieso ist der ein Schuh? Was? Der auch schon? Wie? Was ist hier eigentlich los? Wieso näht der ein Spiegelei an seinem Schuh? Leute, das sind keine Stockfotos mehr. Das ist nur noch irgendeine kranke Ciao, da Banana kommt Ketchup? Ja, ich habe gesehen, dass das ein Bananenbrot mit Ketchup ist, aber was ich nicht sehe ist... Wieso? Wer kauft sich bitte ein Bananenbrot mit Ketchup? Warte, wo kann man hier überhaupt den Preis sehen? Also ich schwöre auf alles, wenn das mehr als 400 Euro kostet, wie bei diesem Bleistifttypen, falle ich... 250.000 Dollar? Bananenbrot? 250.000 für ein...
Eine Viertelmillion für ein Bananenbrot? Das wurde neu mal gekauft! Ihr könnt entscheiden. Entweder ihr kauft euch ein schönes Einfamilienhaus in einer schönen kleinen Stadt oder ein Bild von einer Banane mit Ketchup! Ein Bild von einem Bananenbrot mit Ketchup? Ich habe zwar meine gesamte Existenz verkaufen müssen, aber immerhin war's das wert. Das war's mit diesem Video. Auf NeedToKnow.shop gibt es zum allerletzten Mal die alte Kollektion und es gibt jetzt auch das. Keine Ahnung, Leute, ich fand diese Banane einfach so cool. Auch kriegt ihr dazu ein gratis Poster und die Sachen sind limitiert, also wenn weg ist, ist es weg. Und außerdem, das Geld werde ich nicht behalten, sondern als Überraschung meiner Mutter geben. Einfach aus dem Grund, weil sie mir immer enorm bei meinen Videos hilft. Also mal schauen, wie viel es wird. Da viele mich danach gefragt haben, warum ich 6 Monate lang verschwunden war und wieso ich nach einem Jahr immer noch nicht mein Face Reveal hochgeladen habe, werde ich dazu auf meinen Zweitkanal ein kleines Infovideo laden, also Link in der Beschreibung. Was ich aber schon mal gesagt haben möchte, ist, dass ich ab sofort wieder da bin und dass ich im Dezember 2020 in einem Monat mein Face Reveal hochladen werde. Wann genau im Dezember, werde ich euch noch sagen. Was vielleicht auch ganz witzig wäre, ist so ein Rennen draus zu machen. Wenn ihr schafft, vor mein Face Reveal, bevor ich es hochgeladen habe, die 600.000 Abos zu erreichen, werde ich für mein Face Reveal mir eine Glatze rasieren lassen. Nein, Spaß, bitte macht es nicht. Das war's mit diesem Video und nicht vergessen, Socken inhalieren, Kanal abonnieren. Und Glocke aktivieren, aber keine 600.000... Leute, ich gebe euch einen Tipp. Werft niemals eine Banane gegen eure Wand. Übrigens waren das vegane Salami. Fühl ich hart. Aber hat so Arme wie so ein Typ aus der Dönerbude, Alter.